WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 3. September 1887. Der Geburtstag des Hamburger Bürgermeisters Max Brauer. Arbeit prägte sein Leben, harte Arbeit. Max Brauer kannte die Not der kleinen Leute, hatte Erwerbslosigkeit und Wohnungselend erlebt und wusste, was es bedeutet, an 6 Tagen die Woche oft mehr als 12 Stunden in der Fabrik zu stehen. Mein Vater war hochqualifizierter Arbeiter und Glasbläser, aber wir waren 13 Kinder. Ich war das 8. von den 13. Und was das schon bedeutet, diese Kinderzahl groß zu bringen, kann jeder ermessen. Die Familie lebte in Altona, einer Stadt westlich von Hamburg, die damals zu Preußen gehörte. Dort kam Max Brauer heute vor 125 Jahren zur Welt. Es war für die ganze Familie ein Kampf mit der Armut. Aber wir sind alle 13 groß geworden. Und da hieß es, jeder hat beizutragen, ob er schulpflichtig ist oder nicht, um das Notwendige für die Familie heranzuschaffen. Es ist nicht ohne Tränen abgegangen. Sogar der Rektor der Schule hat meinen Vater versucht, ihn davon abzubringen, sondern mich in der Schule zu belassen. Ich hatte den Wunsch, Lehrer zu werden, aber an diesen eisernen Tatsachen, die wir uns gegenüber sahen, scheiterte das alles. 14 war Max Brauer, als er die Schule verlassen musste und im selben Betrieb wie der Vater eine Glasbläserlehre begann. Ein wissbegieriger Jugendlicher, der schon früh Kampfgeist bewies. Als er in die SPD eintreten wollte und feststellte, dass es in Damgarten, der kleinen vorpommerschen Stadt, wo er damals arbeitete, keine Ortsgruppe gab, gründete er eine und hatte binnen kurzer Zeit 30 Mitgenossen gewonnen. Da war er noch keine 18. Er sei ein redegewandter, mutiger Streikführer gewesen, erinnert sich ein Weggefährte. Der junge Brauer trat dem Fabrikbesitzer unerschrocken entgegen und schleuderte ihm die Wahrheit ins Gesicht. War es ein Wunder, wenn er allen Unternehmern ein Dorn im Auge war, da er sie als Hyänen bezeichnete? Keine Fabrik weit und breit wollte den unbequemen Glasbläser danach noch einstellen. Das bedeutete quasi Berufsverbot, sagt der Hamburger Historiker Axel Schild. Da kann man sagen, dass jetzt ein Lebenslauf sozusagen ins Rollen kommt, wie er durchaus häufiger gewesen ist, dass gerade junge Aktivisten der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften dann auch Angebote bekommen, zumal sie gar nicht mehr die Chance haben, in ihrem Beruf eben zu arbeiten, weil sie auf der schwarzen Liste der Unternehmer stehen, dass sie dann erste Funktionen angeboten bekommen, in der Regel lokaler oder regionaler Natur. Und das greift Max Brauer sofort auf. Er ist ja vor dem Ersten Weltkrieg schon dann also Sekretär der Genossenschaftsbewegung in Altona, macht dann von dort aus eben seinen Weg in die Kommunalpolitik und hat eigentlich alles zunächst mal darauf angelegt, ein guter Kommunalpolitiker zu werden. Die Partei war sein Sprungbrett. Sie bot ihm Bildung und Aufstieg, wie es für einen Arbeiter derzeit sonst nicht möglich war. Nach einer Verwundung im ersten Kriegsjahr kehrte Max Brauer nach Altona zurück. Er gründete eine Familie und zog für die SPD in die Stadtverordnetenversammlung ein. Bei den ersten demokratischen Wahlen 1919 gewannen die Sozialdemokraten die absolute Mehrheit und er wurde mit 32 Jahren zum stellvertretenden Bürgermeister und Stadtkämmerer gekürt. Nach dem plötzlichen Tod des parteilosen Oberbürgermeisters rückte er 5 Jahre später an die Spitze des Magistrats. Für die traditionsbewussten Kaufleute und Reeder ein harter Schlag. Das patrizische Bürgertum war es gewohnt bis 1918, dass sie auch durch das undemokratische Dreiklassenwahlrecht die politischen Dinge unter sich ausmachen konnten. Und es ist sicherlich nicht von vornherein mit großer Freude irgendwie jetzt die Sozialdemokratie in die politische Klasse aufgenommen worden, sondern man sah gar keine Alternative dazu. Als Oberbürgermeister von Altona gab er wichtige Impulse. Er kurbelte den öffentlichen Wohnungsbau an, ließ unter anderem ein großes Sportstadion und eine Stadthalle errichten, baute die Kultureinrichtungen aus und setzte die Eingemeindung der umliegenden Vororte durch. Darunter befanden sich das wohlhabende Blankenese und die Nobelviertel an der Elbchaussee. Die Steuern der Reichen flossen nun nach Altona. Mit Hamburg handelte Brauer eine Hafengemeinschaft aus.
Das kam bei den Bürgern gut an, die eine Vereinnahmung Altonas durch Hamburg fürchteten. Auf die goldenen Jahre zwischen 1924 und 1928 folgte mit der Weltwirtschaftskrise ein Jahr später die Ernüchterung. Wie überall in Deutschland kam es auch in Altona zu einer Radikalisierung und einem Erstarken der NSDAP. Offiziell blieb Brauer bis 1933 im Amt, aber als führender Sozialdemokrat war er bedroht. Die Situation spitzte sich zu, als die Nazis Korruptionsvorwürfe gegen ihn erhoben, um ihn bei seinen Anhängern zu verunglimpfen. Es war so, dass der neue Nazi-Regierungspräsident, das ist auch eines der merkwürdigen Dinge in meinem Leben, dass der mich heimlich hier zu einer Zusammenkunft bat in Hamburg und mir sagte, also Sie wissen, dass ich jetzt Nationalsozialist bin und dass ich da also eine Vertrauensstellung habe, aber ich möchte nicht, dass Sie in diese Gefahren kommen, die mit Ihrer Stellung jetzt verbunden sind. Und ich möchte, dass Sie hier von Altona verschwinden, rechtzeitig noch. Max Brauer folgte dem Rat und entging dadurch nur knapp einer Verhaftung. Auf verschlungenen Wegen gelangte er ohne Geld und ohne Papiere über die Grenze nach Österreich und von dort in die Schweiz. In Genf traf er endlich auch seine Familie wieder, die er schon vorher in Sicherheit gebracht hatte. Brauer war gut vernetzt. Das half ihm in der Emigration. Er verfügte über Kontakte zu Gewerkschaftern und Sozialdemokraten in vielen Ländern und kam darüber zu einem Auftrag vom Völkerbund. Er sollte die Kuomintang-Regierung in China beraten. Ich kam nach China mit Kenntnis, das ging nicht viel weiter, als was Marco Polo in seinen Berichten erzählt. Und die Aufgabe, die wir da hatten, war also wirtschaftlicher Aufbau, vor allen Dingen der unteren Verwaltung, war Hilfsmaßnahmen, Vorschläge zu machen zur Verwendung der Hilfsmaßnahmen von Amerika her. Seine Frau und die beiden Kinder blieben in Genf, von Geldsorgen und der Angst vor einer Ausweisung bedroht. 1934 mussten die drei denn auch die Schweiz verlassen und nach Paris ziehen. Erst im amerikanischen Exil, ab 1936, kam die Familie zur Ruhe. In Amerika gibt es das Studium Generale. Dieses Studium Generale erlaubt, dass jeder, der was zu sagen hat, der kann eingeladen werden und kann reden. Ich habe eigentlich mein Leben ausgeplündert. Ich habe gesprochen über Genossenschaftswesen, deutsches und internationales Genossenschaftswesen. Ich habe gesprochen über Kommunalpolitik, Kommunalwirtschaft. Ich habe gelesen über die deutsche Arbeiterbewegung, die internationale Arbeiterbewegung. Ich habe, was man da sagt, Recent History, also die neue Entwicklung in Europa behandelt und in Deutschland behandelt und durch 10 Jahre hindurch meine Existenz aufgebaut. Die Amerikaner mochten den pragmatischen Mann, der sich vom Arbeiter zum Politiker hochgearbeitet hatte und besser mit dem Exil zurechtkam als viele Intellektuelle. Max Brauer hat immer auf eine Koalition mit dem verständigungsbereiten Teil des Bürgertums gesetzt und war von Anfang an gegen eine Spaltung der Arbeiterbewegung. Auch in der Emigration blieb er ein erklärter Gegner der Kommunisten und war zu einer Zusammenarbeit mit ihnen nicht bereit. Der Antifaschist Brauer verwies in zahlreichen Reden, die er in der Emigration hielt, auf den gefährlichen Antisemitismus der Nationalsozialisten. Auf die mörderischen Folgen jedoch ging er nicht ein. Tatsächlich aber war es ein Kern des nationalsozialistischen Herrschaftsregimes, dieser Antisemitismus. Der Holocaust selbst spielt bei Max Brauer auch eine geringere Rolle dann. Das Kriegsende erlebte Max Brauer als amerikanischer Staatsbürger in New York. Ein Jahr später stand er erschüttert vor seiner zerstörten Vaterstadt. Altona gehörte inzwischen zu Hamburg. Bereitwillig ließ er sich von Parteigenossen für die politische Arbeit anwerben und stieg mit großem Erfolg in den Wahlkampf für die neue Bürgerschaft ein. Viele Hanseaten feierten ihn wie einen Messias, denn das Selbstbewusstsein Brauers, mit dem er die Interessen der Stadt gegenüber den Besatzungsmächten vertrat, beeindruckte sie und machte ihnen Mut. Die SPD gewann die Wahl 1946 und schlug ihn für den Posten des ersten Bürgermeisters vor. Als Sohn des Hamburger Volkes rufe ich jeden von Ihnen auf,
alle Kräfte für unsere Stadt und ihre Zukunft bereitzustellen, der wir uns alle mit letzter Hingabe widmen werden. Max Brauer war der ideale Mann für die Aufbaujahre nach dem Krieg. Ein erfahrener Politiker mit großem Improvisationstalent, ein ausgewiesener Antifaschist, aber doch kompromissbereit, was die deutsche Vergangenheit betrifft, sagt Axel Schild. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er nicht jemand, der an führender Stelle jetzt darauf dringt, alles aufzuarbeiten, sondern da geht es dann schon darum, dass eben die integrationswilligen Teile, denen er dann auch Fehler zugesteht, in Anführungsstrichen 1933 bis 1945 wieder ins gesellschaftliche Leben zu bringen. Wenn er jetzt gesagt hätte, hört mal, hier sind nur schreckliche Verbrechen passiert, hinter denen die Mehrheit der Bevölkerung stand, ich glaube nicht, dass er dann so populärer Bürgermeister hätte werden können. 1949 wurde Max Brauer in seinem Amt als erster Bürgermeister bestätigt. Er hatte Hamburg fantasievoll durch schwierige Jahre navigiert, so wie Altona in der Inflationszeit 1923. Er hatte auch die Aktion der Theaterintendanten unterstützt, die im strengen Winter 1946-47 auf eigene Faust ohne Kontrolle der Besatzungsmächte Kohle im Ruhrgebiet besorgten. Zum Dank reisten im folgenden Sommer Hamburger Künstler unter dem Motto Kunst gegen Kohle für mehrere Vorstellungen nach Recklinghausen. Max Brauer hielt dort eine denkwürdige Rede. Ich kann mir eine andere und neue Art der Festspiele vorstellen. Festspiele nicht nur für Literaten und Auserwählte, sondern Festspiele inmitten der Städten harter Arbeit. Ja, Festspiele im Kohlenpott vor den Kumpel. Ja, Festspiele statt in Salzburg, in Recklinghausen. Seine zweite Amtszeit verlief nicht mehr so erfolgreich wie die erste. Innerhalb der SPD stieß sein selbstherrlicher Regierungsstil zunehmend auf Widerspruch. Aber auch außerhalb der Partei braute sich etwas zusammen. Von 1953 bis 1957 bestimmten die Bürgerlichen die Geschicke der Stadt. Aber schon 4 Jahre später gewannen die Sozialdemokraten die Macht zurück. Mit Max Brauer als Symbolfigur bekamen sie sogar die absolute Mehrheit. Nach der Hälfte der Legislaturperiode sollte er gehen, so war es verabredet. Eine neue Generation drängte an die Spitze. Aber der Löwe im Hamburger Rathaus, wie sie ihn bezeichneten, mochte nicht loslassen. Er war 73 Jahre alt, als er sein Amt verlor. Übrigens, mit 73 hat Adenauer sein Amt bekommen. Also das ist auch noch eben die Zeit, ja, man nennt die als Generation auch die Wilhelmina, die eben in diesem wilhelminischen Deutschland, wo das Alter eines Mannes noch etwas zählte als Pluspunkt und nicht, der ist zu alt oder ist ein alter Sack. Aber genau dieses wird dann natürlich ein Problem für ihn in den 60er Jahren. Als ich abtrat, da konnte ich mal im abschließenden Bericht sagen, dass wir hunderte neuer Schulen gebaut haben, dass wir 360.000 neue Wohnungen gebaut haben. Ich konnte sagen, dass wir unsere Krankenanstalten, unsere Heime und so weiter neu gebildet haben. Alles das ist aktenkundig und es würde zu weit führen, wenn ich darüber noch etwas weiteres sagen würde. 1958 machte er sich überregional einen Namen als Sprecher der Bewegung Kampf gegen den Atomtod, die sich gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr wandte. Die Leistungen Max Brauers sind unbestritten, aber er war und blieb ein Patriarch alter Schule, unbelehrbar und selbst für enge Mitarbeiter bisweilen unzugänglich. In Hamburg ist sein Name bis heute präsent. Durch eine Straße, eine Schule, eine Stiftung und eine Ehrenmedaille für Menschen, die sich in besonderer Weise für das kulturelle, wissenschaftliche und geistige Leben der Stadt eingesetzt haben. Der Maler Oskar Kokoschka hat ihn 1951 porträtiert. Mit großen, sehr kräftigen Händen. Ein Arbeiter eben. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de